irgendwie uns auf in Richtung Sam machen, ne? Probier das jetzt einfach mal aus mit den Markern. Mal gucken, wie das so funktioniert damit. Galerie. Stimmt, die Galerien. Ah, die wollte ich mir auch nochmal ansehen. Habe ich bis jetzt auch immer wieder vergessen, ne? Das werden wir aber auch nochmal machen. Dass wir mal schauen, was es mit diesen Galerien auf sich hat. Hä? Das ist so gewollt, Spiel? Jetzt kommen wir hier nicht mehr zurück, ne? Ja. Ah, stimmt, habe ich gestern bei Richard auch versucht, dran zu denken. Habe ich aber ein paar Mal vergessen. Ah. Ja. Wir waren jetzt gerade bei 29 Minuten, 50 Sekunden. Ich probiere es einfach mal aus. Ah, in einem Helikopter, ne? Fähigkeitspunkt. Endlich mal wieder ein Fähigkeitspunkt. Nice. Vorräte im Helikopter, ne? Das sieht mir ganz so aus. Lara braucht was zu essen, glaube ich. Ansonsten wären wir jetzt ganz, ganz lange wieder so verletzt, ne? Wir brauchen unbedingt Nahrung. Huch. Wir müssen weitersuchen. Okay, nehmen wir uns den Chopper an. Von wo? Ich hab... Wir haben die Stimmen gehört, aber ich habe jetzt nur nicht... Kam auf jeden Fall von dahinter irgendwo. Aber ich weiß jetzt nicht genau von wo. Das heißt, wir müssen aufpassen. Jetzt gehen wir hier auch noch in diesen Güllewasser. Das bedeutet... Richtig leise können wir auch nicht sein. Okay, dann. Der Gestank. Jetzt schauen wir uns mal da durch. Und schön vorsichtig sein, Lara. Hier sind Russen am Start. Wo ist der alte Mann? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Bitte. Ich weiß, du bist mit ihm getürmt. Bitte. Welcher alte Mann? Meinen die Ross? Ich glaube, die meinen Ross, ne? Was geht da ab? Schweine. Scheiße, wir kommen zu spät. Scheiße. Huch. Wir müssen ganz kurz was schauen. So, Entschuldigung. Scheiße, wir kommen zu spät. Können wir ihn looten? Ne, dann schade. Ja, was denn? Wenn er denn schon mal... Okay, okay. Ich bin schon ruhig. Er ist ein harter Hund, aber er kommt nicht rein. Was ist mit den anderen? Sterben sie in die Seelen gesperrt. Warum lässt Vater... Bevor wir hier immer so schnell schießen... Wegen des Mädchens. Sie wollten sie retten. Matthias will sie vielleicht als Druckmittel einsetzen. Okay, jetzt wissen sie zwar... dass da getötet wurde, aber die dürften eigentlich nicht wissen, wo wir sind. Okay. Anscheinend wussten sie direkt instant, huch, wo wir sind. Hat ihn aber auch nichts gebracht. Nice. Schön. Huch. Hä? Ich glaube, in die Falle hätte man schon vorher treten sollen. 3 von 3 Gewehrteilen gefunden. Nice. Ich glaube, in dieser Falle hätte man tatsächlich schon eher treten sollen, als die hier alle noch gelebt haben. Okay. Wir haben erst alle getötet und sind dann reingetreten. Ein junges Mädchen auf der Suche nach einem alten Mann, der gefangen gehalten wird. Da muss ich ja an Joel und Ellie denken. Ein junges Mädchen auf der Suche... Achso, im zweiten Teil meinst du, ne? Im zweiten Teil war das so, ne? Das stimmt.
Alles voll, Munition, alles voll. Das ist hier doch ein Secret-Weg, oder? Nee, schade. Ich dachte, man kommt da irgendwie durch, okay? Jetzt habe ich mich schon wieder cool gefühlt, weil ich dachte, ich habe voll den geheimen Weg gefunden. War natürlich nicht so, aber guck mal da oben. Da kommt man noch hoch. Hier wurde nämlich wieder netterweise weiß angemalt. Oh. Schaffst du das im Moment noch nicht? Nee. Ja, okay. Das heißt, wir kommen hier später nochmal hin. Wir müssen erst im Helikopter Nahrung finden. Und dann ist er wieder stark genug und hat die Kraft, überall hochzuklettern und alles Mögliche zu machen. Na schön. Das hier geht auch schon nicht. Nein, geht auch schon nicht. Gut. Und was macht ihr so schönes, Marcel? Ist Lisa auch schon zu Hause? Oder was macht ihr so schönes? Okay, bis jetzt ist hier tatsächlich alles ruhig. Wenn ihr mich fragt, viel zu ruhig. Das wird nicht lange so bleiben. Au! Huch! Der kann ja ausweichen, der sagt. Den hätte ich jetzt gar nicht so clever eingeschätzt. Okay. Ich habe ja gesagt, das wird nicht lange hier so ruhig bleiben. Die werden immer wieder irgendwo die... Ja, genau. Och, du Schild! Trackmania grinden, muss doch Grand Champ werden. Trackmania? Rocket League? Trackmania? Was meinst du jetzt? Hast du dich jetzt einfach nur vertan? Achso, nee, okay. Du meinst schon Trackmania, okay. Und die Lisa malt, das ist ja schön. Kann sie mir ja beim Malen zusehen, wenn sie Bock hat. Aber muss sie ja wissen. Ja, da sind wir schon beim Helikopter. Aber... mal abwarten. Ich glaube, der braucht das nicht mehr. Oh. Ah. Feuerpfeile. Nice. Oh. Alter. Uiuiuiui. Noch einen besseren Bogen, das wäre ja nice. Neue Ausrüstung, Feuerpfeile. Drücken Sie 1, um Feuerpfeile ausrüsten. Okay. Okay.
Ich bin ja mal gespannt. Roth, hörst du mich? Roth? Lara, bist du okay? Ja. Du klingst aber nicht so. Es geht mir gut, Roth. Wo bist du jetzt? In einer Art Barackensiedlung in der Nähe des Palasts. Ich steige immer noch den Berg runter. Wieso warst du so schnell? Lange Geschichte. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Oh oh. Ich glaube, das ist nicht gut. Hä? Wir können uns gar nicht bewegen. Ach, da war... Ach so, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, wir sollen mit diesen Sprengdingern arbeiten. Ey! Hör auf damit! So verstehe ich. Okay, wir können auch diese Laken da anzünden und dann alles in... Ah, das dann alles in Brand gerät. Leute, habe ich locker getroffen. Locker habe ich den getroffen. Hä? Ah, jetzt können wir uns auf einmal doch bewegen. Okay. Upsi. Lol. Huch. Wo hat die sich jetzt hingebeamt? Aua! Okay. Okay. Der lebt immer noch? Oh, die konnte ich den vorbeischießen. Aber den sehe ich ein. Der ging echt krass vorbei. Und der lebt immer noch? Warum? Jetzt ist er endlich tot. Wo ist der andere? Da unten. Hör auf hier zu schießen. Oh oh, weg hier! Oh shit. Jetzt haben wir, glaube ich... Oh oh. Wir haben, glaube ich, gerade... schon die Dings verkackt. Scheiße, von wo? Wir müssen uns irgendwo verstecken. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, sollte man diesen Kampf hier anders angehen. Wir haben jetzt gar keine Pfeile mehr, ist nicht so schlimm. Wir können jetzt wieder viel einsammeln. Also das war nicht optimal gelöst von mir. Den Kampf, den hätte man anders bestreiten sollen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ist nochmal gut gegangen. Ja, nimm doch. Haben wir alles voll? Ja, alles voll. Aber ist nochmal gut gegangen, nicht so schlimm. Und wir haben endlich mal wieder ein Lagerfeuer, auch nice. Wir haben nämlich ganz, ganz viel Bergungsgut. Sturmgewehr, Waffe modifizieren, Maschinengewehr zu Sturmgewehr. Okay. Sturmgewehr gemeistert. Hört sich nice an. Wir gucken aber jetzt erstmal nach dem nächsten Fähigkeitspunkt. Hoffen wir vier weitere Fähigkeiten, um Rang 3 freizuschalten. Okay. Was haben wir denn? Verbessern Sie Ihre Kletterkünste, um sich schneller fortzubewegen und Sturzschäden zu vermeiden. Okay, das halte ich jetzt gerade immer noch erstmal für etwas unwichtiger. Ich weiß ja nicht. Ihre erhöhte Stärke ermöglicht Ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Das machen wir jetzt einfach mal. Das Coole ist, dass es einen Server gibt, auf dem alle 25 Strecken wechseln. Den spiele ich jetzt die ganze Zeit. Würde schon gerne mal driften können, also richtig driften. Übung, 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 ne? Das ist auch alles Übungssache. Das ist jetzt unser Sturmgewehr. Aktuelle Waffe, Sturmgewehr, genau. Ah, 4 von 6. Ne, Laufmantel. Ein Laufmantel, der die Bedienung erleichtert und dadurch den Schaden erhöht.
Oder das hier. Mehr Magazinhöhe. Wir machen jetzt erstmal eine höhere Magazinhöhe. So. Irgendwas müssen wir ja leveln, ne? Übung, aber welche Strecken? So weiß ich auf jeden Fall Server. Ist die, was? Auf welchen Servern es sich lohnt zu üben? Okay. Ja, hört sich gut an. Mach das mal. So. Jetzt looten wir natürlich erstmal alle. Bekommen wir auch noch richtig viel Bergungsgut. Sollten wir dadurch jetzt bekommen. Ja, sogar so viel Bergungsgut, dass wir gleich nochmal. Dass wir gleich nochmal zurück zum Lagerfeuer können. Und nochmal eine Waffe modifizieren können. Das Problem, ja gut, was heißt Problem? Also ich hab da Bock drauf. Oh, Entschuldigung. Ja, also ich hab da Bock drauf. Wir sind gerade hier und wir müssen hier hin. Das heißt, wir können uns hier überall umsehen, die ganzen Häuser durchsuchen, gucken. Was ist das? Und ja, durchlooten alles, ne? Also ich hab immer auf sowas Bock. Mir macht das Spaß, sich alles ganz genau anzusehen. Und deswegen machen wir das jetzt, glaube ich, auch einfach ein bisschen. So, hier müssen wir nochmal durchkommen irgendwie. Ich habe jetzt die Schrotflinte noch nicht wirklich modifiziert. Weil... Oh. Weil ich eh ungern mit den kämpfe eigentlich. Ja, komm da raus. Oh, du Shit. Oh, Shit. Weil ich eh ungern mit dir eigentlich schieße. Ich schieße dann viel lieber mit dem... Sturmgewehr oder mit der Handfeuerpistole. Ich hab dich schon gesehen, Kumpel. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte eigentlich, wir hätten... alle Russen besiegt. Moin, Marv. Ja, soweit geht's ganz gut. Und selbst? Ich hoffe, dir geht's auch ganz gut. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Ich dachte, jetzt geht's erstmal ums gemütliche Umschauen. Und alles Mögliche. Oh, shit. Oh. Der kann ja ausweichen. Hör auf damit. Du genauso. Hau ab, Alter. Lol, als ob der nicht getroffen war. Erzähl doch nicht. Okay. Okay. Nachher Splatoon? Nein, Marv. Nachher vermutlich kein Splatoon. Vermutlich nicht. Wie gesagt, wir sind keine Main-Splatoon-Spieler. Ne? Wir spielen das nur ganz ab und zu mal, wenn wir da Bock drauf haben. Und jetzt, die letzte Zeit, haben wir es halt... Huch, ein Schwein. Bringt das was, das zu töten? Es tut mir leid. Ich muss einfach mal gucken, ob es was bringt. Warum lol? Warum lol, Loki? Ach, Ed Mark, lol. Okay, deswegen. Ja, das gibt halt auch sehr, sehr gute Erfahrungen, ne? Aber nur dafür Tiere zu töten? Ich weiß ja nicht. Also wie gesagt, Marv, wir sind keine Main-Splatoon-Spieler. Wir haben die letzte Zeit nur so viel Splatoon halt wegen dem Turnier gespielt. Und ansonsten spielen wir eher seltener Splatoon. Vor allem im Stream eher seltener. Dann kommt das privat schon mal häufiger vor. Aber im Stream ist das eigentlich eher seltener der Fall. Ja, okay, komm. Grasen wir erstmal hier die linke Seite ab. Und dann schauen wir gleich mal, wo wir noch nicht gewesen sind. Wir bleiben jetzt erstmal hier auf der Seite. Aber schaut mal, hier kommt man auch hoch, ne? Und dann hier hoch, oder? Nein, kommt man nicht. Und jetzt kommt auch noch der Trackmania Grind dazu. Ja, das ist es eben. Wir haben halt auch noch so viele andere Spiele, die wir sehr, sehr gerne spielen. Und so gerne auch immer spielen würden. Ah, das alles ist... okay. Das ist alles nicht so einfach, ne? Hier, sehr schön. In
der Edo-Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. Inro waren kleine Behälter für persönlichen Besitz, eine Art Frühform des Geldbeutels. Okay. Ja, sieht schick aus. Keine geheime Notiz. Nee. Na gut. Hätten wir das auch schon mal. Kommt bei DBD eigentlich ein neues Matchmaking-System? Ob ein neues Matchmaking-System war ganz lange... Also, die wollen auf jeden Fall ein neues Matchmaking-System machen, ja. Und es kommt, das weiß ich auch schon, bei DBD bald ein großes Update, wo die alles verändern. Animationen von Survivern, sogar so krass, der... Ach, scheiße. Sogar so krass verändern, der, Nick hatte ja schon mal auf Testservern gespielt und die ändern so krass die Steuerung und die Animation und alles, dass der keine 360er mehr hingekriegt hat. Also dieses 360s, weißt du, hat der nicht mehr hingekriegt, der Nick. Weil das so abgeändert wird. Also die machen richtig viel, werden die ändern bei Dead by Daylight, ja. Und Matchmaking ist schon lange im Gespräch, dass sie das mal komplett anders machen wollen. Okay, hier waren wir schon. Einmal im Kreis gelaufen. Deswegen, ich bin sehr gespannt darauf. So. Weil der Bertie schafft seine 4K oder so Challenge nicht. Und da hat Becky den besten Tipp gegeben, den ich je gehört habe. Okay. Und der wäre? Matthias lässt uns nach starken Männern für die Bruderschaft suchen. Klug sollen sie nicht sein. Sie sollen nur Befehle befolgen und arbeiten. Wer Fragen stellt oder sich weigert, wird sofort getötet. Und über die Frauen entscheidet Matthias. Die meisten werden den dunklen Wesen geopfert. Einige für das Ritual ausgewählt. Wir machen bei der Krankenzeremonie mit. Einige Brüder glauben langsam sogar daran. Etwas kontrolliert diese Stürme rund um die verfluchte Insel und lässt uns nicht fort. Vater Matthias redet angeblich damit. Mit ihr... diesem Geist der Sonnenkönigin oder so. Ich weiß nicht, was ich glauben soll, aber ich tue alles, um zu überleben. Das ist verrückt. Matthias hat diese Männer davon überzeugt, dass der Geist der Sonnenkönigin irgendwie lebendig ist und sie auf der Insel festhält. Ob das wirklich so verrückt ist, weiß ich nicht mal. Nur der Matthias ist verrückt. Ja, er lässt die Frauen opfern an dunkle Wesen, was weiß ich, was der da für eine... Scheiße fabriziert und ihm ist auch jedes Mittel recht, ne? Er sucht nach neuen Gefolgsleuten. Klug sollen sie nicht sein, sie sollen nur Befehle ausführen können. Das heißt, sie sollen nur töten können, ne? Meinte die, dann warte doch, bis alle wieder Stufe 20 ist. Ja, kann man machen. Kannst du auch direkt sagen. Warte, bis du nur Noobs als Gegner hast, die eh nicht checken. Mega die Challenge dann. Ja, richtig. So, und... Marcel, nur mal ganz kurz, ich habe jetzt auch ganze Zeit Dings hier laufen, Core Temp, ne? Der ist immer so bei zwischen 65 und 73 Grad, die ganze Zeit durchgehend. Also, passt wieder. So, wir hätten uns jetzt schon da runterseilen können. Wollte ich jetzt aber noch nicht machen. Weil wir uns hier noch ein bisschen umsehen wollen, ne? Ah, aber so kommen wir hier hin. Wir haben aber da noch nicht alles abgegrast. Wir gehen erstmal hier weiter. Huch, hier gibt's noch mehr Tierchen. Ich weiß nicht, ob ich für diese paar Erfahrungspunkte extra wirklich alle Tiere töten möchte. Oh. Ups, das ist ein Dornbusch. Entschuldigung. Entschuldigung, Lara. Kam nix an vom Sound, ne? So, ich habe nämlich hier oben noch was gesehen. Genau, den nehmen wir noch mit. Erfahrungstruhe, nice. Ich weiß, wir werden mit bestimmt wieder irgendwas verpassen. Und ihr werdet das auch bestimmt wieder sehen und mich darauf hinweisen. Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Auf diese... paar Erfahrungspunkte oder was, wenn wir mal was verpassen sollten. Ah, komm, das ist jetzt nicht so dramatisch, ne? Ich hoffe nur, dass wir irgendwo die Karte nochmal finden. Das wäre sehr geil. Die Karte können wir gut gebrauchen.
Ja, komm, gehen wir erstmal weiter. Weil dann sehen wir nämlich, wo diese sammelbaren Gegenstände hier sind. Und dann könnte man sich ein bisschen gezielter umsehen und genau wissen, ach, da waren wir schon mal und da waren wir noch nicht. Das könnte aus der Yuan-Dynastie sein. Vielleicht aus Kublai Khans verlorener Flotte. Okay, aber Loki, wenn du ein neues haben möchtest, dann gebe ich dir ein neues. Nice. Ja. War dein Karma nicht umsonst ausgegeben. Was ist das? Ein Jadepferd? In einer geheimen Nachricht irgendwo, da Oh, unten. warte. Es ist eine Fälschung. Made in China. Made in China. Eine Fälschung. Ja, ich tue doch alles für meine Zuschauer. Weißt du doch. So, wenn ich noch irgendwas für dich tun kann, sag einfach Bescheid. Können wir nicht irgendwie hier oben drauf? Da haben wir doch ein bisschen besseren Ausblick, ne? Und ja, hier gibt es ja auch noch was versteckt. Ja! Nope. Lässt dir was einfallen. Oh oh. Hätte ich mal nur nichts gesagt. So, noch ein bisschen Erfahrung nehmen wir natürlich mit. Okay, von hier wären wir da auch reingekommen. Haben wir hier sonst noch irgendwo versteckte Sachen? Sieht bis jetzt nicht so aus. Wo sind wir auf der Karte? Hier, genau. Wir sind jetzt gleich schon da, wo wir auch tatsächlich hin sollten, aber wir werden das hier. Ich hoffe nicht, dass ich zu weit laufe und schon irgendwas trigger, dass wir uns hier nicht nochmal umsehen können. Denn die andere Seite müssen wir noch einmal ablaufen. Aber weiter als hier laufe ich jetzt eben noch nicht. Da könnte sich nämlich irgendeine Sequenz irgendwas triggern, dass das Tor könnte runtergehen. Nein, warum? Das meine ich damit. Oh, uff, ich bin doch nur ein Millimeter weiter nach vorne gegangen. Aber gut, ist nicht so schlimm. Alter, versteck dich. Oh oh. Oh oh. Okay, wir sind noch auf der. Also wir sind noch auf der richtigen Seite. Oh, das heißt, ich hoffe, wir haben gleich noch. Ich hoffe, wir haben gleich noch Zeit, uns umzusehen ein bisschen. Ja, das mache ich. Hör auf! Oh shit, wo kommst du denn her? Oh! Da ist er. Alter, der hat getroffen? What the fuck? Ah, das hat nicht gereicht. Scheiße. Okay, jetzt haben wir ihn. Ich dachte, das würde von der Range dann noch reichen. Aber nein, hat es leider nicht. Waren das alle? Nein. War es nicht. Oh, für ihn hat es nicht mehr gereicht. Oh, wir haben keine Munition mehr. Okay, und da oben kommen noch mehr. Das ist äußerst schlecht. Hilf von wo? LOL! Den habe ich ja auch gar nicht gesehen. Huiuiui. Okay. Damit haben wir es erstmal wieder. Deswegen lag ja auch überall diese Munition rum. Ich habe mich schon gewundert, warum man hier so viel Munition findet. Jetzt wissen wir warum. Okay, aber das ist ja gar nicht so verkehrt. Oh, ich bin nur froh, dass wir noch auf dieser Seite hier geblieben sind und nicht irgendwie auf der anderen Seite einfach. Ja, gelandet sind. Jetzt können wir uns hier immer noch ein bisschen umsehen. Ja. Darum kümmern wir uns aber gleich erst. Hui! Ja, so klar, dass ich gerade noch davon rede, dass ich nicht möchte, dass sich hier irgendwas triggert und das Tor zugeht und in der Sekunde passiert es einfach wieder, ne?